Jojojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren GTA 5 Online Video oder ich möchte es auch einen Clip nennen. Hier drin werde ich euch zeigen, wie ihr einen frischen neuen Account, der noch Low Level hat, der noch keine Immobilien hat, der kaum Geld hat, wie ihr den am schnellsten hochbekommt. Als allererstes braucht ihr einen Freund, der hier euch das Bogdan-Problem-Finale hosten kann. Das Ganze müsst ihr fünfmal machen, damit ihr euch, so habe ich es zumindest gemacht, ich habe mir zwei Garagen gekauft, zwei 10er-Garagen, und damit ich mir nachher im großen Money den Deluxe so kaufen kann, weil das Geld müssen wir ja auf der Hand haben. Und ja, da fangen wir jetzt mal damit an, werde da eventuell dazwischendurch was sagen. Oder wenn wir zum nächsten Schritt übergehen, werde ich mich dann auch noch mal einklinken. Und viel Spaß dabei beim Zuschauen. Als allererstes akzeptiert ihr die Einladung von eurem Freund, der euch dabei unterstützen wird. Und dann macht ihr das Bogdan-Finale, wie schon zuvor schon gesagt, fünfmal. Und dann habt ihr ca. 4,9, also knapp 5 Millionen dann bei euch auf dem Konto und dann könnt ihr dann erst danach loslegen, wenn ihr es mindestens 5 Mal gemacht habt, hintereinander weg. Und noch ein kleiner Tipp von mir, die Avenger sollte euer Freund, der euch dabei hilft, nicht dahin fliegen, wo der Punkt ist, also wo ihr eigentlich hinfliegen sollt, fliegt hier vorne hin, am Ende hier vom Strand, landet dort die Avenger. Steigt dann aus, setzt euch auf ein Boot, falls kein Boot da ist, fordert euch eins über Pegasus an, aber ihr selber, so rum, dürft noch nicht am Strand mit dem Wagen in den gelben Punkt fahren. Euer Freund muss sich, wie ich es hier mache, erst einmal auf dem Boot wegbewegen, einfach mitten aufs Meer, damit die Helikopter, die Avenger und euren Freund auch nicht angreifen. Wenn ihr das wirklich jedes Mal so macht, dann seid ihr am schnellsten, da ist das Ganze auch am einfachsten. Ihr seht das so ungefähr, es dürfte schon reichen. Okay. Sobald ihr an einem Abgabeort ankommt mit der Avenger, kommt hier ein ganz wichtiger Punkt. Der euch hilft, geht einmal in den Einstellungen auf Netzwerk und geht mit dem Cursor auf mit Internet verbinden schon mal drauf. Sobald sich jetzt hier, genau jetzt das Bild kommt, dieses Bild, wo ihr seht, dass ihr beide aus der Avenger aussteigt, geht euer Kollege hin
und trennt sofort das Internet. Dann geht er wieder per Doppelklick PlayStation-Taste zurück in GTA, nimmt die Fehlermeldung an, wartet darauf, dass er in der Story ankommt. Sobald er in der Story ist, verbindet er wieder das Internet. Drückt Options, also verbindet das Internet, drückt Options, geht wieder auf Online. Geht hier online spielen und wieder in eine geschlossene Freundessitzung. Und da wartet er darauf, dass er den nächsten Durchlauf von dem Finale starten kann. So könnt ihr jedes Mal das Finale von vorne starten. We'll be right back.
dies war nun der fünfte und letzte Durchlauf jetzt. Ich habe da ein bisschen etwas rausgeschnitten, einiges muss ich jedes Mal, finde ich, selber anschauen. Wie gesagt, euer Kollege, der da euch dabei hilft, der das hostet, der ist hier mit dem Cursor so drauf mit Internet verbinden, und sobald das die Cutscene kommt, genau jetzt, trennt er schnell das Internet, drückt doppelt Playstation-Taste, also wieder ein GTA, er wartet auf die Fehlermeldung, die nimmt er an, um es nochmal genau zu verdeutlichen, wartet, bis er wieder in der Story ist. Also nur, um es nochmal anzumerken, damit ihr immer wieder das Finale wiederholen könnt. Trennt ihr dann nicht das Internet oder auch nicht rechtzeitig, dann könnt ihr die ganzen Vorbereitungen zusätzlich noch mit obendrauf packen. Wie gesagt, wie ihr nun seht, wir sind ready to go, um den aktuellen Solo Frozen Money Glitch zu machen. Wir haben jetzt auf dem Konto 4,982 Millionen und damit können wir uns die ganzen Garagen alles vollballern. Also wir können jetzt mit dem nächsten Step nun starten. Dazu geht ihr nun zurück in euer PSM-Menü, in den Einstellungen, weiter runter auf Verwaltung von der App gespeicherten Daten, glaube ich heißt das jetzt, geht hier einmal Systemspeicher und löscht den Autosave raus. So mache ich das immer. Und was ich auch noch mit empfehlen werde, geht hier auf gespeicherte Daten im Systemspeicher und löscht hier alle Dateien raus, wo in Klammern dahinter steht Backup. So mache ich das jedes Mal. Nimmt ihr einen USB-Stick, schließt den an der PS4 an, geht auf Datensystemspeicher, auf USB-Speichergerät kopieren, dann nimmt ihr irgendeinen Save. Das darf kein Backup sein, das darf kein Profil, das darf auch keine Bilddatei sein. Nachdem ihr auf eurem PC euch den gemoddeten Save für den Frozen Money zu machen auf eurem Story Save mit dem Save Wizard modifiziert habt, steckt ihr euren USB-Stick wieder an die PS4 dran und wählt dann hier aus gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Wie gesagt, ihr wählt das aus, geht auf in Systemspeicher kopieren, geht auf GTA, nimmt den Save, macht Haken rein, drückt auf kopieren, das bestätigt ihr. Jetzt startet ihr GTA neu, ihr startet komplett GTA von vorne, weil es wurde ja eben geschlossen, wie wir hier in diese Einstellungen reingegangen sind. Und wir hören uns spätestens wieder, sobald ich in der Story angekommen bin, wo Franklin mit der Knarre am Polizeirevier steht. So, mittlerweile stehen wir am Polizeirevier mit Franklin mit der Knarre in der Hand. Ich werde hier auf diesem Glitch, auf dem Frozen Money Glitch, nicht weiter drauf eingehen. Falls ihr nicht wisst, wie der funktioniert, ich werde ihn in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar in diesem Video mit reinpacken, den Link zu diesem Video. Nun machen wir den Solo Frozen Money Glitch. Thank you.
solltet ihr nun die Garagen voll haben und ihr könnt noch weitere Apartments oder Garagen kaufen, dann macht das auch. Dort könnt ihr auch die ganzen Deluxos reinkaufen, umswitchen, nachher auch zum Abspeichern. Wenn ihr dann wieder online geht, nachdem ihr GTA einmal neu gestartet habt, das ist jetzt wirklich ein wichtiger Hinweis, da werdet ihr online kommen, da werdet ihr sehen, dass keine der gekauften Garagen, die ihr hier im Frozen gekauft habt, um euch da auch noch alles voll mit Luxus zu packen, genauso wie das Clubhaus, die Firmengarage mit den dazugehörigen drei Garagen. Aber das erkläre ich euch dann, sobald es soweit ist hier. Falls ihr euch noch eine Yacht gegönnt habt, geht ihr hier jetzt nochmal auf die Yachtseite, geht auf Umbauen, geht dahin, wo die Flaggen sind und ändert dort einfach die Flagge. Genau hier, einfach die Flagge ändern. Noch weiter. Und nimmt irgendeine Flagge, das ist egal. Da habe ich mir nur die billigste rausgesucht, weil da wurde ja langsam irgendwann das Geld auch ein bisschen knapp. Geht hier einfach auf Weiter. Geht auf Jetzt kaufen. Somit ist die Yacht nun auch abgespeichert.
Um nun die Pegasus-Fahrzeuge abzuspeichern, klickt ihr hier. Nee, bin ich schon verkehrt gegangen dabei. Keinen Deluxe zu kaufen, dann klickt ihr einfach hier oben drauf. Teuer und billig, kauft ihr euch hier einfach den Journey für 15.000. Und damit sind die Pegasus-Fahrzeuge, also Hydra, Laser und sowas, Buzzard, alles auch jetzt mit abgespeichert. Wenn ihr da das billigste im Warstock kauft, erst dann sind die Pegasus-Fahrzeuge abgespeichert. Aber ihr werdet jetzt sehen, hier das Bürogebäude, das wurde nicht abgespeichert. Das müsst ihr euch nochmal nachkaufen. Aber von dem Wert, den ihr da vorhin reingepackt habt, die Autos, die stehen da trotzdem drin. Die Autos, die stehen da wirklich trotzdem drin. Ihr werdet das dann sehen, sobald ihr die Garagen gekauft habt und da reinlauft. Da werdet ihr sehen, alle drei, wenn ihr wirklich alle drei auch voll gekauft habt, werdet ihr sehen, werden alle drei auch voll mit dem Luxus sein, die ihr dann auch umswitchen könnt. So tut ihr jede Menge Geld sparen, also, und müsst euch nicht vorher noch mehr Geld farmen als knapp 5 Millionen GTA-Dollar. Da reichen wirklich die 4,9 Millionen GTA-Dollar völlig für aus. Das ist gar kein Problem. So, ihr seht das selber, wie ich das hier gemacht habe. Einfach auf Kaufen. Ich zeige euch das schon mal unter Mechaniker. Da werdet ihr sehen, die Firmengarage 1 ist voll mit Deluxus. Ohne Witz. Ihr seht das. So, dort begeben wir uns jetzt auch hin. Und werden da auch die ganzen Fahrzeuge drin umswitchen, um diese nun auch abzuspeichern. Nun kauft ihr euch auch noch die zweite Firmengarage. Da werdet ihr auch sehen, die ist auch voll mit den ganzen Fahrzeugen, die ihr euch da reingekauft habt. Einfach kaufen. Selbst wenn ihr nachher kein Geld mehr habt, die abgespeicherten Fahrzeuge könnt ihr schon hier auch schon im LSC verkaufen. Das hatte ich später auch gemacht, wie ich dann kaum noch Geld hatte. Wechselt in die zweite Garage. Wie ihr seht, bam! Komplett voll mit Deluxus. Und in Firmengarage 3 wird das genauso aussehen. Ihr seht das jetzt gleich. Einfach wieder kaufen. Wechseln in die Garage Nummer 3. Seht ihr? Alles da. Genauso ist es auch mit den restlichen Garagen oder auch mit den Apartments. Da macht ihr das genauso. Da kauft ihr euch die, da lauft ihr rein. Also ihr müsst euch die wirklich alle danach kaufen, weil die werden ja nicht abgespeichert im Frozens. Ihr seht das, die Garage ist auch voll. Obwohl die bei uns nicht abgespeichert wurde, die Autos stehen da trotzdem drin. Tut ihr die umswitchen, abspeichern. Und fertig.
falls euch hier schon das Geld zu knapp sein sollte für die restlichen Garagen oder Apartments oder Clubhaus zu kaufen, um darin auch diese ganzen gekauften Fahrzeuge abzuspeichern, könnt ihr hier jetzt schon hingehen und anfangen, den Luxus zu verkaufen. Das ist gar kein Problem. Verkauft einfach zwei Deluxos. Beachtet dabei nur, wie gesagt, wie immer die Verkaufslimits und an dem Tuning kurz was ändern, sodass das Anti-Cheat-System auch nicht darauf anschlägt. Dann seid ihr wirklich auch safe. Und nun könnt ihr euch den Rest dazu kaufen, der euch noch fehlt. Mir fehlten hier noch zwei von den Eclipse Tower Apartments und der Motorradclub, der hat mir ja auch noch gefehlt. Dann könnt ihr da auch umswitchen und das abspeichern. So habt ihr alle Garagen komplett voll und das Ganze habt ihr zuvor im Bock dann für maximal 4,9 Millionen gemacht. Ihr habt alle Garagen voll und ihr habt vielleicht 1-2 Millionen weniger wie zuvor. Unterm Strich, inklusive des Verkaufs von dem Deluxus natürlich. Ihr habt das schon gesehen, die erste Garage, die voll abgespeichert ist. Jetzt zeige ich euch das hier noch im Mechaniker. Das wirklich jegliche Garage, die ihr euch kaufen könnt in GTA, ihr seht das hier komplett alles voll mit Deluxos, Eclipse Tower, was wir eben gemacht haben, hier der Motorradclub, Firmengaragen, alles komplett abgespeichert. Auch die Yacht, da ruft uns auch schon der Kapitän an. Hier, da ist sie. Da ist unsere Firmengarage. Jetzt rufen wir noch Pegasus an. Werde ich euch das auch noch zeigen. Ihr seht das hier, Buzzard. Valkyrie, Savage, Cargo Bob,
Hydra, Sea Shark, den haben wir schon zuvor gekauft. Und da unter Transport der Journey, das war ja das, was wir gekauft haben, um uns die Pegasus-Fahrzeuge abzuspeichern. So, damit wären wir mit dem kostenlosen Einkauf durch. Ihr seht das Level 10, kompletten Garagen, alles voll mit Deluxus. Nun gehen wir noch zum letzten Akt über und das heißt AFK Capture, damit noch der Level hier ein bisschen hochkommt und dann ging das hier eigentlich ziemlich fix. Wie ihr seht, wir sind durch. Zwar nur Level jetzt nur Level 84, aber da gehe ich auf jeden Fall noch bis Level 120, so dass man sich alles kaufen kann, auch die Minigun. Und binnen 3-4 Stunden habe ich den Account zum Millionär gemacht und 20 Level können wir noch gut machen. Dann sind wir hier komplett fertig mit dem Account. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag und hören uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.